Jo Leute, was geht? Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham City. Und ich habe gerade gemerkt, dass ich bei der letzten Aufnahmesession einen Fehler gemacht habe. Genau genommen sind es zwei Fehler. Fehler Nummer 1, den ich jetzt hier kurz während des schönen Ladebildschirms erklären werde, ist, ich habe den falschen Spielstand genommen beim letzten Spiel. Das heißt, ich habe nicht den normalen Spielstand von meinem Let's Play, sondern meinem privaten Run auf Schwer. Das ist übrigens immer noch der private Run auf Schwer und so wird es auch bleiben. Sache Nummer 2, wo ich gefailt habe, ist beim Cutten des letzten Videos, bei dem ich aus Versehen den Anfang der Folge gelöscht habe. Es ist nicht viel. Und YOLO. Lädt es auch irgendwann mal. Darüber hinaus werde ich jetzt auf die Uhr schauen. Denkt euch nicht, irgendwas stimmt gerade mit meinem Hals nicht. Wir sind Menschen, oder? Sie könnten uns wenigstens Essen geben. Ich nehme nicht an, dass wir den jetzt einfach so. Hätte mich jetzt stark gewundert. Aber egal, Wenn Quinn versuchen sollte, Joker abzuziehen, ist sie tot. Ich hoffe, sie versucht's. Ich liebe diese Gespräche nebenher. Sie sind einfach nur so unglaublich unterhaltsam. Hier hat immer noch unsere Reise angefangen. Los, wir sollten sie erledigen. Jokers Jungs eine Lektion erteilen. Nein, wir warten. Warten auf was? Darauf, dass Two-Face es be... Tschüss. Tschüss. So, kämpfen wir doch einfach mal wieder ein bisschen. Worauf warten wir noch? Joker stehen mehr Männer zur Verfügung als uns. Wir müssen schlau vorgehen. Scheint mir nicht sehr schlau zu sein. Es ist Batman! Es ist Batman. Ich hab's doch gesagt, es ist Batman! Schnappt ihn! Du hast gerade eben gar nichts gesagt. Also halt die Fresse, Kollege. So. Erstmal alles betäuben. So. Schade, er hat auch noch richtig schön in die Kombo reingepasst. Egal, Woman und die Pflanzentante. Mann, die beiden sind heiß. Was hast du gesehen? Nichts, ich meine, die Brücke ist einfach explodiert. Nichts explodiert. Die Störgeräte Pinguins halten mich auf. Ich muss sie zuerst ausschalten. Es waren ein paar Leute da, vielleicht waren es die Jungs von Pinguin. Was? Ich sagte, dass ich vielleicht ein paar Jungs von Pinguin gesehen habe. Mann, Joker wird vielleicht sauer sein. Bist du sicher? Passiert. Ja, hey, ich war ohnehin auf dem Weg nach drüben, um bei Joker mitzumachen. Ihr müsst mir überhaupt nichts tun. Woher will ich wissen, dass du nicht schon zu Pinguin gehörst? Vielleicht bist du einer seiner Spione. Halt's Maul. So. Tigerzentrale hier, AirTiger 5, habe die Kirche... Ich nicht! Es gibt eine einfache Methode. Tigerzentrale hier, AirTiger 5, habe die Kirche im Blickfeld. Irgendwelche Lebenszeichen? Oder es rauszufinden. Und welche? So. Wir prügeln dich zu Brei und wenn du danach noch genug Zähne hast, um zu reden, schleifen wir dich zu Joker und lassen dich ihm die Treue schwören. Jetzt geht's. Nett. So, ich habe mir ungewöhnlich für mich eigentlich dieses Mal ein paar Themen überlegt. Genau genommen sind es zwei, die ich aus gegebenem Anlass, sage ich jetzt einfach mal,
drüber ein bisschen reden möchte, und das wären zum ersten, wurde die Fortsetzung zu diesem wundervollen Spiel hier angekündigt, nämlich Batman Origins. Es soll am 25. November rauskommen. Fragt mich nicht, welches Datum. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr noch ist oder ob es erst nächstes Jahr sein wird, also 2013 oder 2014. So. Ja, extra ein Weg, damit es cooler kommt. Was ich von dem Spiel halte, ich weiß nicht, ob es irgendwelche Walkthroughs oder Trailer dazu schon gibt. Ich habe noch nichts gesehen. Aber ich habe eine enorm... Ich glaube, das Spiel wird enorm geil. Sie haben jetzt... Wie funktioniert das Ding eigentlich? Pinguin will, dass das Ding an ist. Mehr musst du nicht wissen. Solange es läuft, gibt es in diesem Rattenloch nichts, mit dem sich etwas... Tschüss. Ah. Schlecht. Wenn ich fertig bin, erkenne ich nicht mal mehr deine Mama. Ich krieg gerade deutlich zu viel aufs Maul, habe ich so das Gefühl. Komm runter, ich werde dich umlegen. Weichei. Dich wird man in Arkham City beerdigen. Nee, allein schon, weil es eine Fortsetzung dazu gibt, aber darüber rede ich gerade, du Genie. Tschüss. Bist du zu feige, um gegen mich zu kämpfen? Komm runter, beweis mir das Gegenteil. Tschüss. Und man hat auf diese Firma, ich weiß gerade selbst nicht, woher es kommt. Ich glaube, EA ist an diesen Spielen schuld. Hat auf jeden Fall was mit Games for Windows Live zu tun. Ich habe hier DC Rocksteady war es. Wir lernen Technik oder IT oder wie es bei euch in der Schule heißt. Am Störgeräteturm befinden sich drei Konsolen. Wir lernen hier gerade eben IT oder Technik oder wie es bei euch auf der Schule heißt, je nachdem, ob ihr noch zur Schule geht oder nicht, oder Berufsschule, gibt es ja auch. Alle drei Batman zerstören, um ihn auszuschalten. Nummer 2. Ich kann bis 13, ich bin so stolz auf mich. Habe ich aber noch nicht bewiesen. Was kommt nach 2? 3. Rocksteady hat auf jeden Fall bewiesen, Rocksteady oder Eidos. Ein Störsender weniger. Ich sollte nach weiteren suchen. Hat bewiesen, dass es... Was ist da draußen los? Eines der Störsignale ist gerade verschwunden. Sorry, Mr. Cobblepot. Ich weiß nicht. Dann Batman-Spiele. Und während du das tust, überprüfe auch die anderen Störgeräte. Sonst komme ich nämlich runter und steck dir die Reste davon. Ja, jetzt mal. Dass die Spiele davon enorm geil sind. Man hat einen enorm... große... Funktioniert es? Der Logdatei zufolge werden sämtliche Frequenzen gestört. Im gesamten Bereich funktioniert kein Funkgerät. Cool. Woher hat Cobblepot eigentlich Militärtechnik wie diese? Er ist ein Sammler. Zeit zu sterben! Ich hab ihn! What the fuck? Das Damage! Ich sterb deutlich zu oft. Jemand Interesse an einem gebrauchten Batsuit? Das Blut geht sicher ab. Ich fand die Synchro gerade irgendwie dumm. Rocksteady und Eidos haben definitiv bewiesen, dass die Spiele von Batman enorm geil gemacht sind. Und man hat von Arkham Asylum zu Arkham City... Ich sollte nach weiteren suchen. Shut the fuck up. Was ist da draußen los? Definitiv eine Verbesserung gesehen. Sorry, Mr. Cobblepot. Ich weiß nicht. Dann fängt's raus. Und während du das tust, überprüfe auch die anderen Störgeräte. Sonst komme ich nämlich runter und steck dir die Reste davon. Funktioniert es? Der Logdatei zufolge werden sämtliche Frequenzen gestört. Im gesamten Bereich funktioniert kein Funkgerät. Cool. Woher hat Cobblepot eigentlich so Militärtechnik wie diese?
ist ein Sammler. Er hat Sachen von denen, die nicht mal im Museum was wissen. Irres Zeug. Zum Beispiel? Vergiss es, Mann. Das Erste, was man bei Cobblepot lernt. Maul halten. Lass mich nicht hängen, sag's mir. Witzig, genau. Arkham City gehört uns. Jeder, der anderer Meinung ist, soll zu mir kommen. Ich habe einen von euch Idioten verloren. Beenden wir das Ganze. Ihr habt gehört, was Pinguin gesagt hat, oder? So, hoch da. Sicher, sicher. Genau deswegen. Ich hab einen gefunden! Es kam von hier drüben. Zeit zu sterben! Ich hab ihn! Er ist hier! Ah. Du glaubst, du kannst dich verstecken? Granate! So, die fangen jetzt halt extrem männlich. Wir müssen uns zusammenreißen und ihn finden. Wenn wir ihn verlieren, sind wir tot. Kapiert? Lasst mich nicht hängen. Das verzeihe ich euch nicht. Kapiert? Rauch! So, und hoch da. Ihr benutzt Nebel, lasst euch nicht von ihm erwischen. Versucht ihr mich zu veralbern? Findet ihn! So. Pinguin hat euch einen Befehl gegeben. Mann ausgefahren. Aha! Komm, so. Er ist da lang! Gleich kommt wieder Granate und da müssen wir jetzt kurz aufpassen. Nur ihr könnt verhindern, dass ich sehr, sehr traurig werde. Und wenn ihr mich zum Weinen bringt, bringe ich euch zum Schreien. Was ist hier los? Das ist gar nicht gut. Und ich kann euch erst zeigen, wie man das macht. So. Und für den haben. Bist du? Ich bin Batman. Nicht elegant, aber effektiv. Wobei ich mir den letzten jetzt enorme Sorgen mache. Aber ich habe ja noch ein Thema zu bereden. Man hat eine enorme Leistungssteigerung gesehen. Sie hauen die Spiele nicht. Nicht innerhalb von einem Jahr jeweils immer ein Spiel gebracht und. Das Batman ist dann hat oben irgendwas mit den Störgeräten gemacht. Wo steckt der Rest von euch Idioten? Wir haben es gerade mal bis unter die Erde geschafft. Stellt es einfach da auf, wo ihr seid. Sofort. Batman ist vermutlich auf dem Weg darunter. Verstanden? Ja, Sir, Mr. Cobblepot. Das Signal ist wieder gestört. Anscheinend hat Pinguin irgendwo unter Arkham City einen letzten Störsender aktiviert. Seems so. Nicht wie bei COD, wo die Spiele beinahe annähernd immer dasselbe sind, sondern man hat sich Ideen gemacht, Gedanken, was. Vorsicht! Batman ist hier! Melde Kameraausfall in Sektor 1. Ich wusste, dass du zu feige bist, um hier unten gegen mich zu kämpfen. Wie ist die Luft da oben? Na, fuck. So, und egal was, wie sehr man die Spiele mögen kann, man kann nicht behaupten, das wäre nicht jedes Mal aufs Neue dasselbe. Vielleicht nur ein paar anderen Waffen, vielleicht eine neue Story, aber an sich. So. Darauf freut es mich auf jeden Fall schon. Ich werde mir dieses Spiel. Ich wollte gerade sagen, zu. Höchstwahrscheinlich kaufen, aber. Hatten Kamera in Sektor 1 verloren. Das wäre untertriebenes Spiel. Bis zum Henker haben die da getragen. Pinguin schickt sie runter, um einen weiteren Kommunikationsunterbrecher aufzustellen. Ich schätze, ihr versucht immer noch Batman anzukommen. Hoffentlich hat der Batman bald erledigt.
Jedes Mal, wenn Pinguin so ein Ding anwirft, funktioniert mein Handy nicht mehr.